Ende der 50er Jahre haben die Amis festgestellt, dass das Hochjagen von Atombomben überhalb der Erde irgendwie nicht so geil ist. Was ist das denn jetzt? Also hatten sie 1957 die bahnbrechende Idee, die Dinger unterirdisch zu sprengen. Da sie allerdings keine Ahnung hatten, was passieren würde, gab es vermutlich vorher so ein Gespräch. Hey, steht die Sprengung noch? Ja. Okay. Wie wär's, wenn wir ein tiefes Loch bohren? Okay, tiefe Löcher finde ich gut. Da unsere nuklearen Sprengkörper platzieren. Das wird ja immer besser. Das Loch im Anschluss mit Beton füllen. Louis Beton. Schnauze. Und dann einen Gullideckel draufklatschen. Also haben sie das alles genau so gemacht. Die Explosion hat den Betonhaufen instant verdampfen lassen und durch den immensen Druck den Gullideckel mit einer Geschwindigkeit von 200.000 km/h in den Himmel geschossen. Ob der Deckel es tatsächlich bis ins Weltall geschafft hat, weiß keiner so richtig. Manche sagen, er sei vorher verglüht. Andere vermuten, dass er zu schnell gewesen ist, um vollständig zu verglühen. Man munkelt, dass der Deckel immer noch ziellos durchs Weltall schießt. No joke. Und was lernen wir draus? Lernen wir da überhaupt irgendwas draus? Wenn du als Kind D-Böller in irgendwelche Rohre gestopft und anschließend mit Kernobst verschlossen hast, gibt es scheinbar keine Garantie, dass du es als Erwachsener sein lässt.